Ja, wir haben uns jetzt vorgenommen, natürlich nach dem Sieg in Köln, der hat uns Selbstvertrauen gegeben, endlich hier zu gewinnen. Ja, und ich denke, so haben wir losgelegt, die völlig überfahren am Anfang. Ich hatte auch noch zwei Chancen, um noch höher in Führung zu gehen. Und ich denke, ja, wir waren einfach dann erleichtert, haben uns in Rausch gespielt und war wunderbar. Ja, ist ein gutes Gefühl, ist ein wirklich gutes Gefühl. Ich habe sehr lange gewartet, für meine erste Tor erstmal zu Hause zu machen. Und heute ist alles geklappt, hab, drei Tore. Aber die wichtige ist, dass wir uns den ersten Sieg da haben genommen hast. Und die drei Punkte waren sehr wichtig für uns. Und ja, das ist das erste Mal das Wichtigste. Und jetzt, klar, freut mich noch für meine drei Tore. Und ich hoffe, das geht einfach so weiter. Das ist natürlich ein wunderschönes Gefühl, jetzt vor heimischer Kulisse mein erstes Spiel von Beginn an da zu machen. Dass dann auch noch ergebnistechnisch so optimal läuft, ist natürlich überragend. Ich denke, wir haben heute eine sehr gute Einstellung auch gezeigt, direkt von Anfang an, dass wir da waren. Die frühen Tore waren, glaube ich, für uns alle auch irgendwo, ich denke, ein Brustlöser. Und danach konnten wir lockerer und viel befreiter nochmal aufspielen. Ich denke, jetzt gerade vor dem Spiel gegen Essen ist das ein sehr gutes Zeichen, ein sehr gutes Gefühl. Wichtig ist, dass wir die Kurve bekommen haben und einfach heute uns auch ein bisschen ja, eingeschossen haben, eine bessere Effektivität an den Tag gelegt haben. Und ich hoffe natürlich, dass das so in der Form weitergeht und vor allem wir, Gott sei Dank, trotz dieser schwierigen Phase Ruhe bewahrt haben. Ich vor allem versucht habe, das von der Mannschaft fernzuhalten. Und uns hat natürlich dabei geholfen, dass unsere Fans wie eine Wand hinter uns gestanden haben und kaum bei den Spielen, wo wir Gas gegeben haben, auch irgendwelche negativen Tendenzen von den Rängen zu spüren waren. Auch gestern sind Vertreter von den Fangruppen gekommen und haben nochmal betont, dass dieser Protest nichts mit der Mannschaft zu tun hat. Das wollten sie nochmal klarstellen, weil sie sehr zufrieden sind mit der Art und Weise und ihnen auch bewusst ist, dass wir das in der Form vernünftig wieder in die Reihe bekommen. Und das macht mich stolz, dass wir diese Einstellung haben, auch repräsentieren. Und jetzt müssen wir weitermachen. Haben nichts erreicht, wir müssen weitermachen, konzentriert arbeiten und dann wirst du genauso wie heute auch dafür belohnt.